St. Gallen. Im 2011 habe ich meine zweite WM gespielt. Bin auf diese Saison nach Schweden. Das heisst, es war sicher mit Freude und Wiedersehen verbunden gewesen, dass ich eine Heim-WM spielen durfte. Ich würde meinen, ich bin ein bisschen unverhofft auch wieder dazugekommen. Vielleicht mehr über meine physische Präsenz auf dem Feld. Nicht unbedingt als Teamleader oder, wie soll ich sagen, Teamstütze so. Sicher eher eine Spielerin gewesen, zum Auffüllen. Ich würde sagen, dort war das Gefälle noch ein bisschen grösser. Also dort haben wir wirklich Gruppenspiel gehabt und da haben wir also haushoch gegen, ich glaube, die Russen sind es gewesen, gewonnen. Und nachher triffst du in dem Sinn wirklich dann auf dem Halbfinale auf den ersten Gegner, der wirklich kann Unihockey spielen. Und ich glaube, jeder, der schon mal gegen die Schweden gespielt hat, wenn sie in den Lauf kommen und ihre Goal geschossen haben im ersten Drittel, dann kommst du irgendwie, ich sage dem so ein bisschen Waschmaschinengang, dann trampelt es einfach weiter. Und ja, wenn du in dem Sinn nicht direkt eine Antwort kannst liefern, dann ist es geschehen und so ist es auch ein bisschen passiert. Schlimm gewesen. Also wir sind wirklich untergegangen, aber wir sind so schlecht oder so gespielt haben wir nicht. Ich glaube, es war ein bisschen alles zusammen gewesen. Das, ja, so ein bisschen der Hype um alles und die Aufregung und so ein bisschen, vielleicht auch das Gefühl, jetzt heute machen wir es. Und dann kommt so ein bisschen der Paukenschlag retour oder Rundumschlag retour. Ja, es war schon ein bisschen bitter gewesen. Wenn ich es jetzt also mit den anderen WMs vergleiche, wo es ja in dem Sinn immer ähnlich herausgekommen ist, dass man im Halbfinale dann in dem Sinn gescheitert ist, habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen das schlimmste, also das schlimmste Halbfinale gewesen, so zum Miterleben. Also ich bin vielleicht nicht unbedingt selber auf dem Feld gestanden, aber wenn dann so auseinandergehst, eben, so, zuerst die Freude so gross und nachher so auseinandergehst in einem Halbfinale, dann ist es recht tricky, um dann wieder herzustehen am nächsten Tag. Und dadurch, dass von uns alle erwartet haben, dass wir jetzt zumindest die Bronzemedaille nachholen, mit dem Kader, den wir dort hatten, ist es dann wirklich noch umso bitterer gewesen, dass es dann nicht geklappt hat. Eben, also, es sind ja dann nicht nur Mami, Papis und Angehörige auf der Tribüne gewesen, sondern wirklich die ganze Unihockey-Schweiz, die dann das Gefühl hatte, dass wir die WM noch mit dem Sieg können, in dem Sinn abschliessen. Und so ist es leider nicht rausgekommen. Wir sind uns noch nicht so gewöhnt gewesen, dass so viel Publikum angelockt werden kann. Was mir mega aufgefallen ist, eben während der Gruppenspiele, wo es so gut gelaufen ist, ist die Euphorie einfach riesig gewesen in dieser Halle, bis es dann ein bisschen knackig geworden ist. Im Halbfinale und dann ist es so ein bisschen verstummt. Also ich hoffe mega, mega fest, dass wir unsere Schweizer Neutralität und so ein bisschen das Verhalten können ablegen und dass die Halle gleich voll kann sein in Neuchâtel und dass, gerade wenn es vielleicht ein bisschen Gegenwind gibt in den gewissen Spielen oder in den wichtigen Spielen, dass wir auf die volle Unterstützung können. Wie soll ich sagen, hoffen oder setzen, wo wir dann von der Tribüne her haben.